Freunde, schaut euch dieses tolle Wetter an. Ganz wenig Wind, kein Regen, sogar die Vögel zwitschern. Und wir sind heute ganz im Süden von Baden-Württemberg bzw. von Baden eigentlich. Hier sehen wir die Schweizer Berge. Herrliches Panorama, auch mal gutes Wetter zum Drehen, muss man auch mal ganz klar sagen. Guckt euch das an. Das macht doch ein DAB-Scan gleich doppelt und dreifach Spaß. Dann schauen wir mal, was wir hier Tolles reinkriegen. Dieses Video wird zwei Teile geben, beziehungsweise drei. Ein UKW-Scan, ein DAB-Scan im Autoradio und ein DAB-Scan im mobilen Gerät. Na dann, wünschen wir euch mal ganz viel Spaß. Radio Benny on Air. Und schon sitzen wir im Auto. Wir sind auf Einstellungen. Dann gehen wir auf Scan und lassen ihn mal durchlaufen, was er so alles reinbekommt. Es ist wie immer ein DAB Plus und UKW Scan, weil einen reinen DAB Scan kriege ich in dem Autoradio nicht hin. Machen ein bisschen Sound, wenn es urheberrechtliche Probleme gibt, mache ich die Stelle halt dann einfach stumm. Von dem her bitte ich um Verständnis. Zeit also für einen Lichtblick, den uns Wolfgang Fichte vorstellt. Losklingen, dann sind wir richtig auf Happy Radio Dream Sea. Marie-Louise Giraud est assez connue dans les milieux féministes. Les milieux féministes ont des... Thank you.
Easy ESC hochfliegen, wenn wir noch ein bisschen pushen. Remo Forer mit Walter Gott. Frühlingsfrischen Rosés, Weiß- und Grauburgunder aus Baden. Die perfekten Begleiter zu... My soul proclaims the... Ibo, hol dir den Long Chicken Chili Cheese im King des Monats für nur 5,99 €. Auch mit Plant-Based Patty. Nur ein... Angebot. Mehr Infos auf meinemanu.de. Hi, ich bin Steven Sorg von Sorg. Wenn könnt. Also wir haben gerne Geschichtenball gespielt. Da ist man mit einem Ball an einer Hauswand. Donnerstag ist es stark bewölkt und es regnet ab und zu. Die Schneefallgrenze kommt auf 800. Es ist 4 Uhr. Des conférences TED à 16h20. Ce seront vos rencontres, Émilie Gasque, deuxième épisode avec Freddy et Marty. Um 16 Uhr mit Livia Schmidt. Waffenweitergaben aus der Schweiz. Gesprächsstoff auch am Treffen zwischen Bundespräsident Alain Berset und dem deutschen und wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Bundesanwaltschaft erhebt Anklage gegen Gambias Usman Sonko. Das Wetter heute wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Höchstwerte im Norden, im Süden 21 Grad. Soll es möglich sein, dass der Schweiz gekaufte Waffen und Munition an die Ukraine weitergibt? Bei dieser Frage bestehen Verschiedenheiten zwischen Bern und Berlin, die auch beim heutigen Besuch von Bundespräsident Alain Berset ausgeräumt werden konnten. Berset versucht in Deutschland die Bedeutung der Schweizer Neutralität. Dr. Elmar Plotzer. Zwar bemühten sich Bundeskanzler Scholz und Medienkonferenz um eine freundliche Atmosphäre und beide betonten auch die Das konnte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass bei der Frage der Wiederausfuhr von Waffen ein Deutschland und Schweiz sozusagen zusammen getroffen. Der Bundespräsident hat den deutschen Kanzler getroffen. Gegen die Menschlichkeit vor der Schweizer Justiz verantworten. Die Bundesanwaltschaft hat Anklage. Justizminister Buschmann nahm gemeinsam mit dem israelischen Botschafter in Deutschland Prosor. Ist nicht berücksichtigt. Der Eigentümerverband Haus und Grund rät Betroffenen vorsorglich Einspruch. Notwendigen Schlüsse daraus ziehen könne, um für ein Nie wieder einzutreten. Heute vor 80 Jahren.
angekündigt. Der strenge Schutzstatus des Wolfes sei in Bayern in der bisherigen Form nicht mehr angemessen. Dieses Jahr 248 Millionen Euro in die Modernisierung der Krankenhäuser investieren. Kündigte an, das Geld solle auch in deren Digitalisierung fließen. Christian Susanka. Neubauten, Renovierungen und Umbauten, aber auch zahlreiche Notaufnahmen sollen gezielt. Gefördert werden Projekte in Ludwigsburg und Heidenheim sowie in Schorndorf und Ravensburg, aber auch. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Pflegeinfrastruktur. So sollen die Pflegeschulen im Land. Erreichen hat das EU-Parlament mehreren Klimaschutzgesetzen zugestimmt. Los angeordnet oder nicht verhindert hat. Nun erhebt die Behörde also Anklage. Die Junge Mitte setzt sich für eine nationale Elternzeit mit flexibler auf. Verletzt worden, heisst es bei der Kantonspolizei Uri auf Anfrage. Weil der Tunnel zu war, wegen Stau und Geduld gebraucht. Das kantonale Labor Zürich hat letztes Jahr über 20.000 Proben untersucht und mehr als 8.000 Betriebskontrollen gemacht. Dabei sind rund 10% durchgefallen. Zum Beispiel Pilz, die Matte drin hat, oder Bartpflegemittel, die gesundheitsschädlich sind. Der Sergio Stenz berichtet. So, dann sind wir durch mit dem Scan. Dann gehen wir noch in die Liste, scrollen nochmal ganz nach oben und zappen uns dann Stück für Stück nach unten durch. Wem aufgefallen ist, hatten wir jetzt ja die 16 Uhr Nachrichten und mir ist aufgefallen, dass Sunshine Live in der Schweiz um 16 Uhr keine Nachrichten hatte. Da, wenn wir dann nachher bei Sunshine Live angekommen sind, zwischen Deutschland und Schweiz, werde ich dann 2-3 Mal hin und her switchen, um zu gucken, ob sie dann ab der Musik wieder gleich sind. Oder was die da für einen Unterschied dann fahren. So, da ist zu weit gesprungen, ich dachte. Achso, der schwitzt so weit. Okay. Leider nicht überall ein Bildchen dahinter. Aber das Problem kennen wir ja. Wir zerbatten sehr viele Schweizer Radiosender. Was mir auch aufgefallen ist, leider kein 8080s und 9090s Sender.
sind wir schon bei Sunshine. Ah, okay, ist ein anderes. Das ist nicht. Das ist Sunshine Live aus der Schweiz, aber Sunshine Live Deutschland kriege ich hier nicht rein. Weil das Radio Sunshine Plus ist nämlich, soweit ich weiß, aus der Schweiz. Das hört man auch von der Musik her. Machen wir noch ein bisschen lauter. Interessant, dass man das hier oben nicht reinkriegt, das Deutsche. Auch Sachen wie Schwarzwaldradio, also ganze 5C, fällt mir gerade so richtig auf, ist wohl gar nicht so drinne. Dann sind wir durch, genau. Gut, dann haben wir den DAB-Scan jetzt hier geschafft. Wenn es schon veröffentlicht ist, seht ihr jetzt an dieser Stelle den UKW-Scan. Ansonsten wartet, bis der veröffentlicht ist, beziehungsweise könnt ihr euch ja jetzt noch ein anderes DAB- oder UKW-Scan-Video anschauen. Bis dann, euer Benni.